Die Himbeerernte von 3 Tagen. Nur die ganz schmale Reihe frühe Himbeeren, die sich unter ihrer Last biegen. Wir schauen sie gleich mal draußen an. So, hallo Ilja, unser Triaterra-Gärtner hier auf dem Triaterra-Hof. Du hast über Jahre, was die letzten 9 Jahre Anbaumethode gelernt, entwickelt für Himbeeren. Wie machst du das denn? Ja, also Methode entwickelt. Wir haben einfach mal funktioniert. Probiert. Wir können uns vor Himbeeren nicht retten. Ne? Also erstmal grundsätzlich, es gibt welche, die am einjährigen Trieb tragen und welche, die am zweijährigen Trieb tragen. Und das sind die, die jetzt am zweijährigen Trieb tragen. Und das ist so, dass die in einer Reihe gepflanzt worden sind, vielleicht einen Meter Abstand. Die breiten sich da noch zur Seite irgendwann ein bisschen aus, wenn man das haben will. Und ja, das bedeutet, dass die quasi im Herbst bleibt der neue Trieb stehen und der blüht dann im Frühjahr. Nächstes Jahr blüht er dann früher und man hat dann eben schon Früchte ab Mitte Juni. Dann die anderen, die am einjährigen Trieb tragen, die werden komplett weggemacht und die treiben dann hoch, blühen und tragen im gleichen Jahr. Ja, und gedüngt mit Kompost im Frühjahr, vererdeter Kompost, Triaterra-Streu, Stapelkompost, organisches Material und die Streu mit Holzkohle, Gesteinsmehl und effektiven Mikroorganismen. Das arbeite ich grob in den Boden ein im Frühjahr. Im Winter und im frühen Frühjahr und so kippen wir auch immer noch ein bisschen Urin hin. Die Holzkohle saugt sich dann mit den Nährstoffen voll und hält die Feuchtigkeit gut. Und dann passiert eigentlich mehr oder weniger alles von alleine. Also man sieht, das sind die Triebe, die im letzten Jahr hochgekommen sind. Also quasi diese, die jetzt kommen, das sind die neuen, die bleiben stehen und tragen im nächsten Frühjahr. Ich habe versucht, das hier so ein bisschen abzuspannen, aber aufgrund der Fruchtlast hat das leider nicht funktioniert. Die tragen so extrem dieses Jahr, ja, ist unglaublich. Also wir haben ungefähr von Mitte Juni bis Mitte Juli, Ende Juli gibt es hier diese frühen Himbeeren. Ja. Und da ist alle 3 Tage 2, 3, 4 Schalen. Also so 1,5 bis 2 Kilo alle 3 Tage. Also fast 1 Kilo am Tag. Also jetzt hatten wir ein bisschen Regen, da habe ich 4 Tage nicht gepflückt. Und gestern waren es bestimmt 3, 4 Kilo oder so. Ja. Ja. Haben wir ja noch ein Bild von. Ja. Okay, was für mich immer noch interessant und wichtig ist, dieses Auslichten. Das ist ja eine Sache, die man gerne vielleicht unterlässt oder nicht macht. Ja. Aber die frühen Himbeeren, die am zweijährigen Holz tragen, da muss man das zweijährige Holz im Spätsommer, wenn es fertig ist, sowieso mal richtig rausnehmen. Wenn die jetzt und dann fertig sind und getragen haben, dann sterben die auch ab. Das sieht man dann noch, ist tot. Hier treiben die neuen hoch und die alten sterben ab. Und die alten schneide ich dann alle raus und lichte das auch so aus, dass nur die starken Triebe stehen bleiben und das bleibt gleich als Mulch liegen. Ne? Das schneide ich hier dann alles mit der Gartenschere klein und das bleibt dann eben auch unten liegen. Kommt noch ein bisschen Urin rein und ein bisschen Kompost und dann kann das im nächsten Jahr wieder. Und mit EM gesprüht? Mit EM sprühen, einmal im Monat vorzugsweise. Mindestens einmal im Monat. Wenn man anfängt mit EM, würde ich eher sagen, fast sogar alle 2 Wochen, damit der Krankheitsdruck weg ist. Wenn man es jetzt schon, wie wir, schon viele Jahre macht, dann reicht einmal im Monat EM sprühen. Genau, und das machen wir ja auf dem ganzen Grundstück. Ne? Wenn es dann regnerisch ist ein bisschen oder bedeckt oder so, dann mit einer Rückenspritze das ganze Grundstück und dann hoch 1:10 verdünnt. Das sind die frühen Himbeeren. Und wann kommen denn die späten? Da gehen wir jetzt mal hin. Also die späten würde ich jetzt so sagen, dass die Ende August, Anfang September anfangen zu tragen. Aber ich habe das oft nicht wirklich so im Blick. Also auf jeden Fall spät, September eher so. Genau. Und im Anschluss dann als aber dann sind auch noch mal eine Zeit, wo man sich eben nicht vor Himbeeren retten kann. Richtig, genau. Noch aus den letzten Jahren, wo wir einfrieren müssen ohne Ende, beziehungsweise ich die ganz viel mit Joghurt zu Erdbeerlassi verarbeite. Also zu Beginn Himbeerlassi verarbeite. Zu Beginn hatten wir hier wirklich nur eine Reihe mit 80 cm eine Himbeerpflanze gepflanzt und das hat sich dann natürlich ausgebreitet. Und ich hatte das über die Jahre, als es noch übersichtlich war, habe ich das so gelassen. Aber ab letztem Jahr habe ich das erste Mal gemacht, dass ich quasi vor der Blüte, die schieben jetzt hier hoch, dann hier wirklich noch grob auslichte, die kleinen Triebe alle weg und jetzt nur jetzt die großen, kräftigen stehen lasse, pro Pflanze vielleicht 4, 5 oder so. Und dann kann ich hier
quasi auch noch zwischendrin irgendwie pflücken und so. Und die Früchte an den kräftigen Trieben, die werden natürlich auch größer, weil die Pflanze eben nicht alle grün versorgen muss. Also und, du lichtest die quasi jetzt im Juni, Ende Juni, lichtest du die nochmal radikal aus? Also jetzt demnächst, morgen, übermorgen oder so, nehme ich das hier, die kleinen, schwachen Triebe nehme ich alle draus und lasse eben nur die hohen, kräftigen hier stehen, 4-5 pro Pflanze. Zum Beispiel den hier, ne? Wenn man den hier jetzt stehen lässt und der dann viel Licht bekommt, dann werden die Früchte auch richtig schön groß, süß und man hat nicht diese Feuchtigkeit drin mit Schnecken und so, die stehen dann ein bisschen offener und ja, dann ist hier und aber dann muss aber nochmal geschnitten werden, ne? Irgendwie dann, wenn die abgeblüht sind im Herbst oder im Frühjahr, schneide ich die nochmal komplett runter. Nee, das mache ich dann schon im Herbst. Wenn die dann getragen haben, wenn die dann durch sind Ende Oktober, also die tragen dann bis Ende Oktober meinetwegen noch, dann werden sie vielleicht matschig wegen der Feuchtigkeit und nicht mehr so lecker. Dann, das kommt komplett weg, alle. Komplett runter und im Frühjahr und kommt dann... als Mulch liegen und im Frühjahr dann, kommt dann der... Das ist übrigens nicht normal, dass man alles liegen lässt als Mulch, weil das normalerweise ganz viel Krankheiten bringt. Ja, aber haben wir aber mit EM haben wir diesen Krankheitsdruck nicht. Da können wir das Material gleich als Mulch und Dünger verwenden. Also Nachbar meint doch und so erstaunlich, dass wir nie Probleme mit Würmern haben und so. Alle wirklich keine Würmer, keine Maden und so. Alle super. Bitte. Also Himbeeren, eine weitere Unkrautpflanze, die nicht tot zu kriegen ist, die ganz viel Vitalität hat und die man mit EM... und Terra Preta, ja, wo man sich vor Trägen nicht retten kann auf einer wirklich kleinen Fläche. Ja. Alles klar. Danke, ja. Ciao. Dankeschön.